Hallo Freunde, wer erinnert sich noch an dieses Bild? Das sah es aber noch ein bisschen kahler aus. Wir sind jetzt hier schon auf der Testversion 0.4 Grünfelderland. Herzlich willkommen. Wir haben in den letzten 2 Monaten, weil viel länger ist es noch nicht her, dass wir angefangen haben, diese Map zu bauen, ordentlich reingehauen und können euch heute diesen Stand hier präsentieren. Es ist sehr viel passiert. Wir haben inzwischen überall Dekobäume. Wir haben alle Felder in Betrieb. Es sind insgesamt 145 Felder. Darunter sind 15 Wiesen. Zusätzlich haben wir noch insgesamt 19 Forstgebiete hier auf der Karte. Manche größer, manche kleiner, aber so soll es auch sein. Wir haben außerdem insgesamt 8 Höfe auf der Karte, weil wir bauen ja hier eine RP-Karte nach unserem eigenen Geschmack und darum gibt es eben auch 8 Höfe. Wir haben hier einmal den Schafshof oder den Schafbauer, so wie wir ihn nennen. Jeder Hof verfügt über Unterstände, Hallen, Heulager, das jeweilige Tier und ein Multisilo, genauso wie über einen Waschplatz. Wir haben hier insgesamt 7 Verkaufsstationen eingebaut. Hier haben wir zum Beispiel die Bäckerei oder die Konditorei, je nachdem. Wir haben, wenn wir jetzt hier ein bisschen weggehen, hier den 2. Hof. Der ist noch im Aufbau, also da halten wir uns nicht so lange auf. Wenn wir hier weitergehen, kommen wir schon zum Dorf 2. Das ist soweit ganz fertig. Hat sogar Straßenbeleuchtung schon drin, Parkplätze. Dann haben wir hier drüben noch so einen kleinen, ja, wie soll man das nennen, Innenhof, wo man sich gerne mal treffen kann auf ein Bierchen oder sonst irgendwas. Dann haben wir hier gerade den Zirkus Krone in der Stadt oder im Dorf. Sehr schön, wie ich finde. Hier steht noch ein Milchkutscher rum. Wir haben hier eine Tankstelle. Wir haben insgesamt 2 Tankstellen auf der Karte verbaut. Falls ihr die Map spielen wollt, ab Ende Januar ist sie zum Download bereit. Wir werden sie euch zur Verfügung stellen. Allerdings erstmal ohne Produktion. Das ist im Moment einfach so, weil wir müssen uns ein bisschen ranhalten mit dem Map-Bau, da uns unser Spielstand, geht meine Taschenlampe nicht an? Ah doch. Da unser Spielstand vom RP auf der Schwarzing kaputt gegangen ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir jetzt so schnell wie möglich unsere eigene Karte weiter vorantreiben. Wir sind erst 2 Monate an der Karte dran, bitte Leute. Bedenkt es, wenn ihr die Karte seht, wenn ihr euch die Karte anschaut, dann überlegt euch mal, was in den letzten 2 Monaten passiert ist. Vor ziemlich genau 2 Monaten habe ich hier die erste Preview von gemacht und die Karte ist eigentlich nicht wieder zu erkennen. Wir haben hier inzwischen so einen kleinen Dekosee mit einem schönen, ja, wie nennt man das, kleines Gebirge außenrum. Wald außenrum. Hier wird noch eine Badestelle hinkommen. Wir haben so ein paar Gimmicks schon eingebaut. Hier führt überall die Straße durch. Also wenn man hier mit dem Auto langfährt, richtig, richtig schön. So, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen Tag gemacht, weil dann sieht man doch ein bisschen mehr. Wir können auch gerne nochmal da kurz hinterfliegen. Also hier das Gebirge oder die Umrandung von dem Natursee hier, richtig, richtig schön geworden. Ist noch nicht alles fertig, also hier kommt noch ein bisschen mehr an Leben rein hier in diese wirre Landschaft. Aber wenn ihr hier schon lang fahrt, ich glaube, das wird euch auch ziemlich gut gefallen. Wir geben uns richtig Mühe, auch wenn die Zeit für uns selbst ein bisschen rennt.
wir pushen. Wir pushen richtig hart und wir möchten uns an dieser Stelle auch an allen Beteiligten oder bei allen Beteiligten bedanken. Namentlich erwähnt soll jetzt einfach mal sein Echtod. Also er ist ja mit Bilder hier auf der Karte. Dark Racex YouTube, Tigerfarm 34, Malonation LP, Dealcraft und LED Player. Das sind die, die ich jetzt nennen möchte. Vielen Dank für euren Support, für die Mithilfe. An Echtod natürlich einen speziellen Dank. Auch an den Malonation, der mega viel hier mitgeholfen hat, die Karte aufzubauen, zu testen vor allem. Ja, vielen Dank dafür. Wir kommen jetzt aber mal noch zu einem weiteren Highlight. Und das sind immer wieder auch mal solche kleine Parkplätze. Die sind noch nicht ganz fertig. Also lasst euch da noch nicht so abschrecken oder sagt, sieht ja komisch aus. Wir arbeiten tatsächlich erst 2 Monate und, keine Ahnung, 6 Tage oder 7 Tage an der Karte. Und dafür, denke ich, haben wir schon ein ganz gutes Ergebnis abgeliefert. Hier kommen wir jetzt zum weiteren Hof, das ist der Kuhbauer. Auch der hat einen Kuhstall, 200 Tiere am Hof, ein paar Hallen, ein paar Unterstände, ein Silo, ein Fahrsilo. Dann haben wir hier einen weiteren Verkaufspunkt, das ist der Aldi. Der hat hinten dran sein Anlieferungspunkt. Es fehlt noch ein bisschen was jetzt die Deko angeht, aber ob hier jetzt ein Zaun um dieses Haus rum ist oder nicht, wie zum Beispiel hier bei diesem Haus, ja, das ist alles ein bisschen Schönheitsgeschichte. Was für uns wichtig ist, sind, dass die Höfe erstmal funktionieren. So zum Beispiel hier das Lohnunternehmen, wo noch genügend Platz ist, um irgendwann Produktion und Fabriken anzubauen. Das kriegen wir alles noch hin. Das soll aber erst in der Version nach der 1.0 passieren. Wir konzentrieren uns im Moment darauf, dass wir eine Version Ende Januar präsentieren, die noch ohne Global Company oder sonstige... Jetzt habe ich gerade gedacht, da fehlt der Zaun, aber nee, ist schon da. Ohne Global Company erstmal veröffentlichen, weil wir sagen, wenn wir auf der Karte unser RP starten, dann sollt ihr auch die Version der Karte haben können. Wir haben hier auf der Karte 2 Feuerwehren verbaut, eine hier, eine in Feldkirchen, das ist die andere Stadt. Wir haben hier schon Gelände markiert für Produktion, das dauert aber wie gesagt noch ein bisschen. Wir haben hier eine weitere Verkaufsstelle mit dem Edeka. Hier steht mein Fasttruck, mit dem bin ich vorhin mal durch die Gegend gefahren. Sollen wir damit mal ein bisschen fahren? Könnten wir auch machen, oder? Ist immer ein bisschen gemütlicher unterwegs. Wir fahren jetzt mal noch kurz. Es ist einfach schön hier zu fahren. Achtung bei den Schildern. Die haben Kollision. Wir haben uns überlegt, ob wir bei den Straßenstickeln auch Kollision einbauen. Aber das wäre dann, glaube ich, doch ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Überall sind die Straßenstickel noch nicht verbaut, genauso wenig wie das Gras. Aber wir sind dran, das voranzutreiben. Schilder stehen leider auch noch nicht alle, aber wir sind dran, das für die 1.0 die Version, die wir euch veröffentlichen wollen, auf einer angenehmen Download-Plattform alles fertig zu machen, weil wir einfach der Meinung sind, es muss nicht unbedingt böse sein, wenn man eine Karte runterladen möchte. Wir haben hier bei den Höfen, ich muss mal gerade einen Screenshot schießen, da haben wir nämlich noch, müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten. Aber wie gesagt, wir haben bei den Höfen überall Tore verbaut. Die gehen alle nach innen auf, ist ja wohl logisch. Wir sind hier beim Schweinebauern. Der hat hier schon einen Schweinestall stehen. Unterstände, Fahrsilo, Halle, Haupthaus, Silo. Und
Er hat aber hier auch noch Platz, um einen weiteren Schweinestall zu platzieren. Also die Höfe sind wirklich sehr, sehr großzügig gestaltet, so dass ihr auch selber später noch Möglichkeiten habt, irgendwelche Gebäude zu platzieren. Und das ist, denke ich, für euch dann auch ganz interessant. So, ich werde mich jetzt hier im Traktor mal nach links begeben und euch eine kleine Timelapse reinhauen, weil ich möchte noch irgendwo hinfahren und das wird einfach ein bisschen dauern. Also, bis gleich. So, was immer wieder auf der Map passieren wird, ist, dass ihr irgendwelche Parkplätze findet. Wenn ihr da einfach mal reinfahrt, so wie ich jetzt hier, dann kommt ihr auf einen Parkplatz, der hier unten am Wald ist. Und da werdet ihr feststellen, der hat ein bisschen mehr zu bieten wie all die anderen Parkplätze. Wir können hier nämlich ganz einfach schön sonntags morgens mal herfahren. Und uns einen Imbiss bei Helmut gönnen oder im Kiosk noch was dazu kaufen. Auch an solche Sachen haben wir gedacht. Wir möchten hier nicht nur eine produktive Karte bauen, sondern auch eine, die ein bisschen was hermacht. Deshalb gibt es hier oben auch im riesigen Forstgebiet, also nee, es ist kein Forstgebiet, es gibt hier unten, können wir gerade mal reinschauen, zwei Forstgebiete. Und mittendrin das Sägewerk. Das ist sehr schön gelegen. Das ist der Holz und der Michel. Holz und Michel, Schreinerei und Sägefachbetrieb. Das ist eines der Highlights auf der Karte. Und ja, ich war jetzt schon fast überall. Oder? Ja, ich war schon an ziemlich vielen Stellen. Und deshalb würde ich auch sagen, Leute, wenn es euch interessiert, bleibt gerne dabei, schaut immer wieder mal rein, abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like, schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung, dort gibt es auch noch ein paar interessante Links, unter anderem zu der Entwicklungsserver, Discord-Server von der Map. Vielen Dank, bis bald, tschüss.